Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Klauser. Ich habe vor 1,5 Jahren in Innsbruck auf der Jahrestagung der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Handchirurgie über ganz frühe Erfahrungen berichtet. Da hatte ich gerade mal 6 Monatsergebnisse unter diesem Titel. Über die Schraube, zu der ich jetzt nichts mehr sage, das hat Herr Klauser, denke ich, schon in aller Ausführlichkeit getan. Und habe dort damals solche Bilder gezeigt, wo man diese Aufhellungsphänomene auch nochmal sehr genau sieht. Und das ist dort auch kontrovers diskutiert worden, naturgemäß. Und ich habe meinen Vortrag mit diesem Bild, mit dem Zitat von Karl Valentin abgeschlossen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Wir sind in der Zukunft. Ich habe diese Patienten mittlerweile 2 Jahre nach beobachten können. Und ich kann sagen, auch über diesen Zeitraum gab es keine klinischen Auffälligkeiten. Und alle Frakturen sind mit einem guten funktionellen Ergebnis, Knöchern konsolidiert, gute Beweglichkeiten, guter Mayo Risk Score. Eigentlich genau das, was man sich als Operateur wünscht. Und jetzt ist die Frage, ist dort irgendein Wunder passiert? Ist es Zufall oder hat es tatsächlich was mit dem zu tun, was wir in der Behandlung gemacht haben? Letzten Endes, das Prinzip der Schraube ist basiert auf der Herbert-Schraube. Wir haben es schon gehört. Timothy Herbert hat die 82 entwickelt, 84 publiziert und 1987 dann letzten Endes in einem größeren Rollout, wenn man so will, auf den Markt gebracht. Und schon 1992 gab es dann 10 Jahresergebnisse und die waren relativ positiv. Und wir alle wissen, dass ab diesem Zeitpunkt, ab den frühen 90er Jahren, die Herbert-Schraube dann die Versorgung der Skaphoid-Frakturen letzten Endes revolutioniert hat und heute sicher Standardimplantat bei der Versorgung von Skaphoid-Frakturen ist. Schon Herbert hat 1990 in seiner Monographie The Fractured Scaphoid geschrieben, dass er davon ausgeht, dass in der Zukunft irgendwann mal biodegradierbare Implantate entwickelt werden, wobei er sich nicht sicher ist, ob es denn tatsächlich Vorteile bringen wird oder nicht. Wenn man eine optimal platzierte Titanschraube sieht, die Fraktur gut verheilt ist, die Schraube komplett im Knochen ist, dann ist der Vorteil vielleicht marginal oder mag marginal erscheinen. Das Thema Implantatentfernung spielt bei der Skaphoid-Fraktur in der Regel keine Rolle oder sollte keine Rolle spielen, aber wir alle kennen Fälle wie diese hier aus unserer Praxis, wo die Patienten dann über überstehende Schraubenköpfe oder Schraubenende dann doch Probleme haben oder wo dann bei einer Pseudarthrose beispielsweise der Schraubenkopf dann am Radius an der Gelenkfläche irritiert und dort sekundär Schaden anrichtet. Und das ist der Grund oder war der Grund für mich, mich mit diesem Implantat zu beschäftigen. Und in der Anwendung kann man letzten Endes sagen, es ist im Wesentlichen eine gewohnte Technik, ein gewohntes Setup im OP. Man muss bohren, man braucht die Kopfraumfräse, dass das Arbeiten exakt erfolgen muss und die Schraubenhandling exakt erfolgen muss, haben wir schon gehört. Aber auch das ist, glaube ich, nichts, was speziell für die Magnesiumschraube gilt, sondern ich glaube, das sollte man mit allen Implantaten machen, dass man exakt und sorgsam mit diesen Implantaten umgeht. Intraoperativ kann man es problemlos durchleuchten und eine In-situ-Schraubenbearbeitung, habe ich mal hierher geschrieben, ist möglich, eingeklammert. Ich habe es einmal gemacht, wo ich einfach bei einem proximalen Skaphoid-Pol die Schraube nicht mehr weiter eindrehen wollte, weil sie die Fraktur gerade erfasst hat. Und dann habe ich diese Schraube abgezwickt, was aber sicherlich nicht in die Standardgebrauchsanweisung gehört. Das SIP ist ein Instrumentarium, so wie wir es alle kennen, Bohrer, Drähte, Längenmess, Schraubenzieher, Kopfraumfräse. Also auch da nichts, was, womit man sich lange anfreunden müsste. Die OP-Technik, die ich verwende, habe ich hier mal so als kleine Bildabfolge gezeigt. Erst Identifizierung des Eintrittspunkts, dann Vorbohren eines Bohrdrahts, der in mehreren Ebenen kontrolliert wird.
dann bestimmen der Länge und anschließend bohre ich, wenn ich von Retrograd herkomme, den Bohrdraht in den distalen Radius, wenn ich von Antigrad herkomme, bohre ich den Bohrdraht in das Trapezium, einfach um ein Luxieren des Bohrdrahtes beim Überbohren dann zu verhindern. Dann wird dieser Bohrdraht überbohrt, die Kopfraumfräse angewendet und dann hier kann man schon erkennen, die Schraube letzten Endes über den Bohrdraht implantiert. Anschließend dann die ganz normale Durchleuchtungskontrolle und die Kinematographie. Und dann hat man eigentlich, denkt man sich als Operateur, ein schönes Ergebnis und ist dann mit solchen Befunden konfrontiert. Wie Sie den hier lesen können, Zustand nach Skaphoidfraktur mit regelrecht einliegender Herbertschraube, ungewöhnliche Gasansammlung im distalen Skaphoidpol und in den angrenzenden Weichteilen, Klinik-Fragezeichen, Entzündungszeichen. Der Befund ist erstmal alarmierend für denjenigen, der nicht darüber informiert ist, aber auf der anderen Seite hat es der Kollege dort auch relativ schön ausgedrückt. Er sagt nämlich nicht, dort ist eine Osteolyse, sondern er beschreibt eigentlich diese Phänomene ganz gut. Wir haben schon darüber gesprochen und wir hatten gerade schon den Beitrag, die Frage, hat das was mit Wasserstoff zu tun? Das ist das, was chemisch mit der Magnesiumschraube passiert. Und diese Gasbildung kann man auch im Ultraschall sehr schön sehen. Das ist ein Patient, bei dem ich eine Schraube im Bereich der Zwischenglied-Basis eines Fingers eingesetzt habe. Sie sehen hier den Finger quergeschnitten. Hier oben wären die Beugesehnen und Sie sehen, wie hier solche echoreichen Bläschen zur Darstellung kommen. Die kann man im Ultraschall tatsächlich auch volatil sehen. Im Übrigen muss man ganz klar sagen, hat man aber relativ wenige Artefakte. Sie sehen hier mal eine Gegenüberstellung CT nach einer Titanschraube, CT nach einer Magnesiumschraube und Sie können sehen, dass die Trabekelstruktur bei der Magnesiumschraube sogar sehr viel schöner letzten Endes zu sehen ist, wenn diese Aufhellungsphänomene erstmal weg sind. Sind es Osteolysen? Die Frage hat man jetzt schon mehrfach gestellt. Der Befund, der mich davon überzeugt hat, dass es keine sind, war dieser Patient, den ich versorgt habe. Auf die Versorgung möchte ich jetzt hier gar nicht eingehen, aber auch da sieht man nochmal das, was wir schon mehrfach jetzt gesehen haben, diese Aufhellungsphänomene, diese radiologischen Phänomene treten auch außerhalb des Knochens, außerhalb im Gelenkspalt beispielsweise auf, in den Weichteilen. Insofern war für mich zu diesem Zeitpunkt klar, es können keine Osteolysen sein. Hier der Vollständigkeit halber das Ausheilungsergebnis von diesem Patienten. Ich möchte Ihnen jetzt einen Fall einmal komplett darstellen. Eine Skaphoidfraktur, klassifiziert als B2-Fraktur. Die OP-Indikation, glaube ich, ist unstrittig und aufgrund dieses relativ weit proximalen gelegenen Frakturspalts für mich die Indikation, den Patienten von streckseitig zu versorgen. Sie sehen hier das Versorgungsbild, das Implantat einliegend und dann auch die Kinematographie. In der postoperativen Kontrolle wenig Aufhellungsphänomene, wie es zu erwarten war, unmittelbar postoperativ. In der Computertomographie sehen wir dann die bekannten Phänomene schon. Die Stellung des Skaphoids ist okay. Nach 4 Wochen Zunahme dieser Phänomene, nach 8 Wochen deutliche Zunahme dieser Phänomene, die jetzt auch nochmal stärker herauskommen, weil eine gewisse Inaktivitätsosteoporose auftritt. Und nach 6 Monaten Rückgang dieser Phänomene und Sie sehen, wie die Trabekelstruktur des Kambeins hier wieder zu sehen ist. Und nach 14 Monaten, ich vergröße das gleich nochmal heraus, sehen Sie das nach 8 Wochen, das nach 14 Monaten, das Implantat noch zu erkennen, wobei sich die Frage stellt, ist es noch das Implantat oder ist es eher nur noch ein Abdruck in der Knochenstruktur? Aber das, was vorher aufgehellt war, wunderschöner trabekulärer Knochen. Mein Resümee ist ganz ähnlich wie das meiner Vorredner. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede in der operativen Technik. Es gibt keine klinischen Auffälligkeiten, zumindest keine, die ich erkennen hätte können. Es gibt keine wesentlichen zeitlichen Unterschiede. Und dieses Bild hatte ich damals in Innsbruck auch schon bei meinem Vortrag. Und ich habe jetzt diese Aussage, dass es klinisch irrelevant zu sein scheint, gestrichen und durch ein Sind ersetzt.
Meine Erfahrungen waren so positiv, dass ich sogar übergegangen bin, Pseudarthrosen jetzt mit dieser Schraube zu versorgen, weil gerade bei den proximalen, denke ich mir, bietet die Schraube noch einen weiteren Vorteil. Sie kennen diese Sequenzen von Pseudarthrosenversorgungen, wo man dann immer bippert, heils, heils nicht. Ein Vorteil, den man bei einem bioresorbierbaren Implantat hat, ist ganz einfach der, bei einem Titanimplantat habe ich gerade am proximalen Kahnbeinpol letzten Endes ein Drittel der Fläche, die heilen soll, durch mein Titanimplantat besetzt. Das heißt, dort wird keine Heilung stattfinden. Bei dem biodegradierbaren Implantat kann ich Heilung in der kompletten Zirkumferenz erwarten. Das heißt, ich habe da einfach eine andere Biologie in der Knochenbruchheilung. Und unter diesem Aspekt können Sie hier die komplette Serie jetzt dieser ersten Skaphoid-Pseudarthrosenversorgung sehen, die ich durchgeführt habe, wieder mit den bekannten Phänomenen, aber Sie sehen auch nach 6 Monaten wunderschön durchbaut und trabekulärer Knochen. Ich darf zum Schluss kommen und darf sozusagen als Take-Home-Message mitgeben, was muss man wissen. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich Indikation, das habe ich bewusst unterstrichen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man einem neuen Implantat nicht Dinge aufbürden darf, die das Implantat vom Grundsatz her nicht erledigen kann. Also die Indikation muss, denke ich, stimmen. OP-Setup und die OP-Technik ist grundlegend nicht anders. Auch die Nachbehandlung ist nicht anders. Von der OP-Technik, man muss bohren, man braucht eine Kopfraumfräse, es ist ein exaktes Arbeiten erforderlich und diese temporären Aufhellungsphänomene sind klinisch irrelevant, haben wir mehrfach gehört, und müssen von den bekannten Aufhellungsphänomenen unterschieden werden. Und deshalb ist ganz wichtig aus meiner Sicht noch der letzte Punkt, man muss den Patienten und das Umfeld informieren. Umfeld heißt auch die Radiologen, die Hausärzte, die Kollegen, die den Patienten in die Hände bekommen können, dass die eben nicht erschrecken, wenn sie so einen Befund haben, sondern dass der Patient sagt, nee, weiß ich schon, mein Operateur hat mir schon erzählt, so wird es sein. Vielen Dank.